Ja, guten Abend zusammen. Gordon Pakala, mein Name, Rechtsanwalt aus Köln. Und die Idee war, dass ich jetzt so ein bisschen Mitmachkanal hier auch machen wollte. Das heißt, es melden sich auch viele Leute bei mir, die ich ja eigentlich auch mal zu Wort kommen lassen möchte. Und da ist mir die Jenny natürlich aufgefallen, die auch ihre rechtlichen Probleme hat. Jenny ist Tanzlehrerin aus Essen und ist durch diese Corona-Maßnahmen auch ziemlich stark betroffen worden, auch in ihrer Arbeit. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Jenny, hier auf meinem Kanal. Hi, Ja, danke, ich freue erzähl, mich. erzähl doch mal, was ist bei dir los? Diese Corona-Maßnahmen haben dich ja als Tanzlehrerin sehr eingeschränkt. Was ist da passiert? Wie kann man das verstehen? Wurde dir das Tanzen verboten? Ja, im Prinzip wurde mir das Tanzen verboten, beziehungsweise meinen ganzen Kunden wurde das Tanzen verboten. Am 13.03. habe ich gegen 22 Uhr meinen letzten Tanzkurs gehabt. Und danach habe ich nichts mehr zu tun gehabt. Also es war nicht so, dass ich von jetzt auf gleich kein Geld mehr hatte, das bitte nicht. Es ist auch so, dass im Nachhinein jetzt einige doch gezahlt haben. Einige haben sowieso gezahlt, andere Projekte waren abgeschlossen bis Ostern, also da ist dann auch nichts passiert. Und ich habe gedacht, okay, dann hast du jetzt 5 Wochen Ferien bis Ostern. Nach Ostern geht es ja dann weiter. Und als das eben nicht der Fall war, da wurde das dann schon so ein bisschen komisch. Hast du dann auch diese Corona-Hilfe beantragt beim Laschet? Ja, Du kommst erst, ja aus NRW, ne? Aus NRW, ne? ja, es ist der liebe Herr Laschet, mit dem ich jetzt hier schon Ja. versucht habe zu kommunizieren, aber das klappt natürlich nicht. Ich habe erst gesagt bekommen, dass mir die Soforthilfe nicht ja, zusteht, weil ich eben so ein ganz, ganz winzig kleiner selbstständigen Betrieb bin. Und dann hatte ich erst den Hartz-IV-Antrag hier liegen. Oh, Das habe ich aber, heftig. in, ja, fand ich Ja, das auch. mache ich ja. Ich mache ja Sozialrecht. Ich mache ganz viel Ja. Hartz IV und ja, das Ja, denke ich, das wird in Zukunft auch viele werden ihren Arbeitsplatz noch verlieren. Das sehe ich wirklich schon ja. kommen. Ja, Das, also wie ja. gesagt, ich hatte den hier liegen. Ich habe, glaube ich, also so viele graue Haare für die Zukunft produziert an dem Tag, an dem ich mich darum gekümmert habe, weil eine Kundin von mir, die hat mich extra angerufen, Ende März, meine ich, wäre das gewesen, damit ich noch vor April diesen Antrag stelle. Sie sagt, es gibt einen vereinfachten Antrag, mach, mach, mach. Und ich habe den nicht gefunden. Ich habe im Jobcenter telefoniert. Hier in Essen gab es keinen vereinfachten Antrag zu dem Zeitpunkt. Ich hätte wirklich den ganz normalen Antrag ausfüllen müssen. Und wir leben hier gerade zu dritt zusammen, meine beiden Mädchen und ich. Damals war die Lisa doch auch schon 18. Die ist im März 18 geworden und die andere Tochter ist 24. Ich hätte alle ihre Konten offenlegen müssen. Ich hätte alle meine Konten offenlegen müssen. Und irgendwie war das alles zu viel für mich, muss ich Ja, ehrlich sagen. ich kenne das sehr gut, auch die Probleme bei der Ja. Antragstellung. Vor allen Dingen die Jobcenter haben ja die Bürgersteige hochgeklappt. Man konnte gar nicht mehr dahin gehen, was normal Ja. möglich ist. Auch die Amtsgerichte, wenn Leute zu mir kommen, kriegt man ja normalerweise so einen Beratungshilfeschein. Und Okay. bei denen ist Corona auch ganz gefährlich beim Amtsgericht, deswegen kann da gar keiner hinkommen. Und die Leute müssen es schriftlich machen, dann ist immer ein Monat Frist. So, und Ja. dann ist er oft abgelaufen, weil die schaffen es nicht, die Beratungshilfescheine, dass ich denen dann helfen kann damit. Das ist für Okay. einen Anwalt natürlich auch nicht toll, sage ich mal, aber ich mache das auch aus Überzeugung, ne? Aber Ja, diese schön. ganzen Ämter alle geschlossen wegen Corona und keine Hilfe Ja. mehr da. Ich hab halt angerufen. Und dann hieß es, wir wären hier eine eheähnliche Gemeinschaft und meine Kinder und ich, wir müssten alles in einen Topf werfen und das war mir einfach alles zu Bedarfsgemeinschaft früh. nennt man das, ne? Ja, wie Bedarfsgemeinschaft. auch immer. Also Zitat war eheähnliche Gemeinschaft. Ja, das war die Frau am Telefon, die mir das gesagt hat. Das habe ich jetzt Ja, gerade das ist, zitiert. glaube ich, Bedarfsgemeinschaft, der richtige Ausdruck. Denke ich Egal, mal, ja. aber ne, für mich war das ein bisschen zu viel und ich habe gedacht, so schlecht geht es dir ja noch nicht. Ne? Danke, 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 lieber Gott, aber so schlecht geht es dir noch nicht, das schiebst du mal noch vor dir her. Du hast ja die Hoffnung, dass das jetzt bald wieder alles normal läuft. So. Und als nächstes sagte dann mein Steuerberater Wochen später, ich soll jetzt bitte die Soforthilfe beantragen. Das ist der Topf am Ja. Ende. Ja. Und ich wusste von einer Freundin, dass der Künstlertopf hier, dieses erste, was es da gab, diese 2000 Euro, dass der Topf schon leer war. Also die definitiv Künstler sind. Ich bin ja so ein Zwischending. Ne? Ich bin ja nicht so wirklich Künstler. Die haben nichts mehr gekriegt, weil der Topf leer war. Also habe ich es beantragt. Durch einen dämlichen Zufall natürlich einen Fake-Antrag ausgefüllt, durfte
Unglaublich, ja. Das richtige Formular, aber dann ist diese Seite zusammengebrochen und anstatt dann da ein bisschen genauer hinzugucken, habe ich mal eben gegoogelt und mal eben eine andere Seite aufgerufen. Dann durfte ich das erstmal herausfinden, eine Anzeige noch erstatten und dann den neuen Antrag ausfüllen. Und ich habe es tatsächlich bekommen. Obwohl an dem Tag, an dem ich den Bescheid gekriegt habe, habe ich auch gleichzeitig wieder von Freunden von NTV irgendwie was zugeschickt bekommen, dass ich gar kein Recht auf diese 9.000 Euro habe. Und da habe ich gedacht, ich kriege das bestimmt. Ja, das wird nachher dann überprüft, wie viel du behalten darfst. Ne? Das wird nachher überprüft. Super, also ich kann mal erzählen, ich habe das auch gemacht. Aber doch dann, bitte, wann wird das denn überprüft? Heißt weiß das dann? Weiß keiner. Also ich habe es auch gemacht, ne, weil ich muss auch sagen, mein Umsatz als Rechtsanwalt, weil eben die Rechtsantragstellen geschlossen haben, ich mache Sozialrecht, es kam keiner mehr. Ja. Ich habe 2 Monate saure Gurkenzeit gehabt, da habe ich auch sehr viel diese Videos hier gemacht, weil ich ja einfach Zeit hatte. Genau, jetzt wird es total viel, jetzt kommt beides, Videos, Anfragen, Corona plus eben meine normale Arbeit. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso, die bieten das ja an, dann machst du das halt. Ne? Und ich hatte halt in meinem Antrag 2 Fehler gemacht. Der erste war, ich habe das Finanzamt gewechselt, da konnten die das nicht zuordnen. Köln-Mitte, Köln-Süd, kannten sie die Nummer nicht. Und dann habe ich 2 Konten, natürlich Anwaltskonto und privat. Ich wusste, ich habe 1 genommen, war beides falsch. Die kannten meine Finanzamtnummer nicht und meine Kontonummer nicht. Und dann kam Wochen später eine E-Mail. Wir kennen Ihre Nummer nicht. Das ist alles so, es gibt nichts. So, also ich habe 2 Monate praktisch nichts verdient und habe natürlich meine Büromiete zahlen müssen. Und ich meine, ich konnte das so privat überbrücken. Hätten sie wahrscheinlich sowieso wieder abgenommen. Mhm. Aber das ist schon eine Katastrophe gewesen. Die laufenden, die gewerblichen Kosten darfst du ja, ich mag dieses laufend nicht, weil dann geht meine Idee nicht auf, wenn das stimmt, dass das nur die laufenden gewerblichen Kosten sind. Also ich habe jetzt alles, was ich an Gewerbe habe, in diese 3 Monate gepackt. Also ich habe ja nicht viel, ich habe ja keine eigenen Räume, ich habe ja Kooperationspartner und nur ab und zu dann mal für besondere Projekte miete ich was an und habe einen kleinen Betrag, den ich wirklich regelmäßig zahle, den habe ich jetzt aber komplett gezahlt für ganz 2020. Ich hoffe, dass das mit den laufenden Kosten eben, naja, schade. Man weiß ja alles nicht, das ist alles neu, auch für uns Juristen. Keiner weiß das so richtig. Also ich habe alles an Gewerbekosten für 2020 habe ich jetzt in diese Zeit geholt, ne, und davon bezahlt und hatte ja auch noch ein paar Ausgaben, die ich ohne Corona nicht gehabt hätte. Die sind da jetzt halt auch drin. Und dann lasse ich den Rest meinen Steuerberater machen. Ne? Also, ja, die Sache ist halt so, für uns Selbstständige ist das ja ein großes Problem. Und die ganzen, es sind ja Milliarden rausgeknallt, ja. Nur die landen nicht beim normalen Bürger, sondern bei so Riesenfirmen, die Aktionäre haben, die dann noch Gewinne bekommen. Auch die Unternehmen können nichts dafür und die Kleinen und die Künstler und so weiter. Die Selbstständige werden irgendwie im Regen stehen gelassen. Das ist eine absolute Frechheit. Was ganz ehrlich, mit den 9.000 Euro könnte ich mich jetzt hier bestimmt über ein Jahr lang subventionieren, ja, so unterstützen, immer dann, wenn ich es bräuchte. Wenn ich das einsetzen könnte, dann wäre ja gar nicht so. Ja, aber man weiß ja gar nicht, was man jetzt behalten kann. Ne? Eben. Und wenn ich in einem Jahr oder in anderthalb Jahren auf einmal, was weiß ich, wie viele Euros zurückzahlen soll, dann war das für mich keine Hilfe, ganz ehrlich. Denn in 1 bis 1,5 Jahren, wenn das so weitergeht, wie es jetzt gerade aussieht, dann ist da nichts, wo von mir. Genau, ich weiß, das wollten wir eigentlich besprechen. Jetzt sind wir völlig abgekommen vom Thema zu Corona-Hilfe. Das ist aber, glaube ich, auch sehr interessant für die Leute. Ja. Ich stelle hier noch ein Produkt vor. Hast du da Ahnung von? Ich habe jetzt einen Selbstständigen gesprochen, Papa von einem Tanzkind, der meinte zu mir, Jenny, alles, was du zurückzahlen musst, wird ab dem Ende dieser 3 Monate mit 5% verzinst. Habe ich keine Ahnung, aber ich werde mich damit demnächst auseinandersetzen müssen, weil es ist ja auch bei Hartz IV so die Frage der, was ist das Zuflussprinzip? Ja, wenn jemand was kriegt, dann wird ihm natürlich das Hartz IV dann gestrichen. Ja? Du hast ja 9.000 Euro bekommen, dann zahlen wir jetzt nichts mehr. Ja? Ja. Also das wird ein großes Thema in der Zukunft sein. Ja. Aber ich wollte noch sagen, Juristen haben jetzt ein Medikament rausgebracht. Das ist mir wichtig. Ich weiß schon, was kommt. Und zwar aus dem Hause Rechthaber, die Klugscheißerpille. Das wurde also von Juristen gegen Ärzte entwickelt. Das ist ein reines Juraprodukt und hat nichts mit Medizinern zu tun und nichts mit Impfung.
Es besteht aus 100% Schokolade. Ja, so. Aber jetzt wollen wir zu dem Thema, warum ist dir das Tanzen verboten worden? Wir kennen das ja alle von Kevin Bacon Footloose. Da gab es eine Gemeinde, da ist jemand verunglückt und dann haben sie gesagt, es ist alles so gefährlich, es darf kein Mensch mehr tanzen, weil das Leben ist gefährlich, das Leben ist gefährlich, das Leben besteht ja aus Tanzen. Und dann hat der Kevin Bacon eine Rede vor dem Pfarrer, ja, die Frau Merkel ist ja auch Pastorentochter, erklärt, warum man tanzen soll und Bibelzitate gefunden, wo er festgestellt hat, dass in der Bibel auch das Tanzen erlaubt ist und sogar gefördert wird. Soll ich das mal gerade mal einblenden? Ja, ich habe das eben rausgesucht. Du kannst das gerne einblenden, aber... Ja, das haben wir hier. David tanzte mit aller Macht von dem Herrn, um die Rückkehr der Lade des Herrn nach Jerusalem zu feiern. Ja? Also, Frau Merkel, keine Angst vor dem Tanzen. Ich sehe hier im Park bei mir. Ich ja, aber die Menschheit hat ja momentan Angst vor allem, also auch Angst richtig. Vor Nähe und. Man muss doch das Leben feiern. Und das sagt er in dem Film auch. Es gibt für alles eine Zeit, aber es gibt auch eine Zeit zum Tanzen. Und die Diskotheken sind ja per Corona-Verordnung geschlossen. Und wenn ich immer Samstag hier in den Park gehe, dann sind die Jugendlichen, die sind hier im Park und machen da einen Rave. Ja, die tanzen sowieso, aber im Park, heimlich tanzen die da. Aber jetzt erklär mal, warum wurde das bei dir jetzt verboten? Du kannst also deinen Beruf nicht mehr ausüben, weil natürlich beim Tanzen kommt man sich nahe. Ja, aber es war ja alles verboten. Na, ab dem 14.03. war ja nun wirklich alles verboten, wenn ich das noch richtig erinnere. Oder ging das am 15.03.? Also auch mit Maske durftet ihr nicht, konntet ihr auch nicht sagen, wir ziehen eine Maske an. Und machen dann es waren ja auch alle anderen Geschäfte geschlossen. Also das kannst du jetzt aufs Tanzen alleine, glaube ich, jetzt nicht beziehen. Es ging ja dann eher darum, als es wieder Lockerungen gab. Genau, also am Anfang war alles verboten und dann gab es Lockerungen und dann war die Frage, darf man tanzen? Und dann lief ich persönlich hatte dann noch eine Frage für mich, weil ich habe ja dann in der ersten Woche entschieden, jetzt baue ich meinen YouTube-Kanal aus. Ja? Ja. Zu dem Zeitpunkt gab es ein öffentliches Video ohne Musik. Ja? Und das andere Video mit Musik, das war schon privat gestellt, weil mir wird alles gelöscht, wenn ich nicht aufpasse. Ja, nachdem, was ist doch nicht gelöscht worden. Schön, aber bei mir sind so viele Menschen, die da zuschauen. Ich krieg noch mal Beschwerden über die Anwaltskammer. Nein. Ich habe Probleme, wenn ich halt was hochlade, wo halt Musik im Hintergrund gespielt wird, dass dann da der Interpret oder die Plattenfirma. Ja, das darf man natürlich nicht machen. Das hatte ich auch einmal gemacht. Machen hatte ich aber ganz viele Kollegen von mir. Es machen ganz viele Kollegen von mir. Die laden alles Mögliche hoch und die werden nicht gelöscht und ich werde. Dauernd kriege ich irgendwelche Infos, da muss ich rausschneiden oder da muss ich den Ton rausnehmen oder was auch immer. Das machte mir das Leben schwer und neben meinem normalen Job, ich habe morgens um 8 Uhr angefangen und abends gegen 11 Uhr aufgehört, habe ich da kein Video, da konnte ich mich nicht mit beschäftigen. Ja, ich habe das aber auch, da hat die Alexa hier Musik gespielt und dann kam direkt, wussten die genau, welche Interpreten sind das und so weiter und da hat man ein Problem. Ja, dann. Ganz es gibt genau. So also Musik. Ich hatte einen ganz tollen Trailer gemacht, aber die Musik, die durfte ich dann nicht verwenden und dann der neue ist nicht so schön geworden. Egal. Ja, aber jetzt nochmal dazu, also erst durfte gar nicht praktisch. Und dann habe ich halt meine Videos angefangen zu produzieren, weil ich meine Je-Kids, also meine Tanzkinder, Entschuldigung, aus den Grundschulen halt weiter bespaßen wollte. Also habe ich meinen YouTube-Kanal von 0, nichts auf, ich weiß nicht, ich glaube, heute ist der 100. Tag und ich habe weit über 100 Videos hochgeladen, also manchmal auch mehrere täglich. Also einmal suchen nach der Jenny, Nachnamen darf man ja sagen, ich glaube, wird eingeblendet, ne? Bitte, Jenny Auer. Nach der Jenny Auer, bitte hier suchen ihre Videos bei mir. So, das waren dann nicht nur Tanzvideos, ne? Und dann hatte ich das Problem, wo mache ich das? Meine Tochter hatte Homeoffice hier im Wohnzimmer und also es passte alles erstmal nicht so. Hinterher hat sich das auch ergeben im Wohnzimmer und dann durfte ich mal einen anderen Raum benutzen, da wo ich Blumen gegossen habe, weil das Mädel steckte irgendwo ganz weit weg fest und kam nicht mehr nach Hause. Dann habe ich auf dem Acker getanzt, auf Wiesen getanzt und irgendwann wollte ich dann auch meine Erwachsenen Kunden bespaßen, sprich mit Standard Latein. Das habe ich auch noch alleine hingekriegt, aber DiscoFox alleine zu unterrichten ist einfach Käse. Das funktioniert nicht wirklich. Das ist also von der Raumorientierung und Verstehen, wer bin ich denn dann, das ist schon echt schwer. Ich bin aber partnerlos.
tanzpartnerlos, auch lebenspartnerlos. Ich hätte höchstens meine beiden Töchter nehmen können, weil die mit mir in einem Haushalt wohnen. Ah ja, klar, ja. Das muss ja in einem Haushalt sein, ne? Genau. Das war richtig schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ich wusste nicht, wie ich da die Videos herstellen sollte. Wer will denn das überhaupt nachprüfen, ob das jetzt der Freund ist? Da hatte ich auch mal eine Anfrage gehabt. Ja, aber ich kenne so doch ziemlich viele und die wissen alle, dass ich keinen Freund habe. Ja, aber das weiß ja die Polizei dann nicht. Also ich hatte jemanden, der hat mich angerufen, der hat auf Parkplatz getroffen, zu viele Leute. Aber der andere war der Freund von ihr. Also die haben nachts in einem Bett geschlafen, also sie haben Parkplatz getroffen, weil die Polizei gesagt, zwei Haushalte und so weiter, hier, sie kriegen 50 Euro Strafe jetzt oder sowas. Völlig verrückt. Wir prüfen das nach. Das ist doch... Aber trotzdem, ich hatte trotzdem Bedenken. Außerdem hätte ich da nicht sogar zu einer Straftat aufgefordert, wenn ich das jetzt irgendwen gefragt hätte, wie dich jetzt zum Beispiel, würdest du mit mir Wir hätten uns spontan verliebt und wären dann ein Pärchen gewesen. War nicht sogar Verlieben verboten in der Zeit? Glaube ja. Doch, hast du recht, ja. Na, also das war nichts. Aber also es ging nicht, weil kein zweiter Haushalt und da konnte ich. Ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe einen ganz lieben, mittlerweile wirklich guten Freund, der mal gar vor Jahren als Kunde angefangen hat. Und da hatten wir noch irgendwann Ende letzten Jahres, hatten wir uns getroffen und Videos aufgenommen. Und die hat er mir geschenkt. Der hat mir wirklich erlaubt, die zusammenzuschneiden, um dann auch DiscoFox hochladen zu können. Daraus sind, glaube ich, 7 Videos entstanden. Also bin ihm sehr dankbar. Ansonsten wäre das nicht gut gegangen. Ich darf ja heute noch keinen anpacken zum Assistieren im Unterricht. Ja, und wie läuft es denn jetzt aktuell mit, du machst ja auch, glaube ich, Tanzunterricht für Kinder. Die gehen ja auch nicht in die Schule oder doch teilweise. Doch. Also Schule läuft hier ja wieder. Und JKids, ich habe von 3 Essener Grundschulen, darf ich an 2 Grundschulen zurzeit auch schon, ich glaube, seit 3 Wochen, weiß ich gerade nicht so genau, auf dem Schulhof tanzen. Weil der Sportunterricht war ja auch verboten. Der Sportunterricht war ja verboten, ne? Naja, ich darf aber jetzt auf dem Schulhof tanzen. Bei der einen Schule ist das auch egal. Das sind jetzt sowieso nicht so viele. Also es sind immer so um die 12 Kinder. Dann tanzen wir halt draußen, ne? Ja. Und bei der anderen Schule waren es eigentlich 20 Kinder. Da haben wir die Gruppe halbiert. Dann machen wir halt 45 Minuten die 10 Kinder und 45 Minuten die anderen Kinder. Da kam das jetzt. Ist ja dann auch mehr Aufwand sozusagen, ne? Also da noch nicht, aber bei den Erwachsenen ist das schon teilweise. Mhm. Oder bei einem anderen Kooperationspartner. Ich habe ja jeden Tag andere. Das ist also nicht ganz so einfach. Falls ich jemals Hartz IV beantragen sollte, werden die sich dumm und dusselig rechnen bei mir. Also dann weiß ich echt nicht, ob das überhaupt was bringt. Mhm. Weil irgendwelche Jobs habe ich schon, nur ob es dann reicht, das ist die Frage. Ne? Ja, also natürlich. Zurzeit fehlen mir alle Kindergartenjobs. Alle. Hm. Nicht ein Kindergarten. Auch wenn ich habe gefragt, kann ich draußen tanzen? Ne? Ihr wisst, dass ich das sowieso immer, im Sommer habe ich immer mit den Kindern draußen getanzt. Aber dies ist, also in den Kindergärten ist es, das weiß ich nicht. Wenn man drinnen tanzt, muss man das Fenster aufmachen, damit der Virus auch raus. Ich stehe jetzt laufend im Durchzug, ja. Aufgrund meiner Nervengeschichte, die ich habe, seitdem ich mit einer Zecke mehrfach Kontakt hatte, ist das für mich sogar ganz schön ziemlich scheiße, Entschuldigung. Also, aber ich halte mich dafür, es geht. Also ich habe das erste Mal, da war es draußen, da hat es richtig geregnet, an dem Donnerstag die echt mit Mütze und Schal im Unterricht gestanden, weil überall Durchzug war. Ja, das war das, wo es noch nicht so warm war wie heute. Jetzt heute bräuchte ich es nicht. Ne? Ja. Nein, aber ich habe einfach mein eigenes Gesundheitsproblemchen. Ja, also bei dir läuft es wieder an? Es läuft wieder an, ja, aber noch kein Kindergartenprojekt. Also in den Grundschulen, ja, im Sport- und Gesundheitszentrum in Harzopf darf ich mit den Tanzkindern auf schmalen Yogamatten tanzen. Also jedes Kind kommt auf eine schmale Yogamatte und da darf es nicht runter. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir noch einen Appell. Kann sich das einer vorstellen? Kannst du dir das vorstellen? Ein 3-jähriges Kind oder ein 5-jähriges Kind auf einer schmalen Yogamatte? Völlig bescheuert. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ja. Soll ich dir sagen, was das Schlimme ist? Es funktioniert. Ja. Die Kinder mounten mich an, weil ich ab und zu von der Matte runterfalle. Ja. Ich mache einfach auch größere Schritte, wie auch immer, keine Ahnung. Und ich mag da auch gar nicht so konsequent sein, aber ich gebe mir natürlich Mühe. Ja. So, bei Schöne Neue Welt waren die mit dem Elektrozaun in ihrem Käfig. Und hier klappt es ohne. Die Kinder, die halten sich dran. Es ist der absolute Hammer.
Ja, die Kinder sind Kinder, die kennen nichts anderes, aber ist Was? es nicht Die so, rennen bei dass. mir sonst durch die Turnhalle, wenn ich, je nachdem, Ja. was für einen Tanz ich mache. Und die wissen das jetzt. Es passiert nicht einem Kind, dass es losstürzt an einer Stelle, wo ich sonst ja die Aufforderung gegeben habe, durch den ganzen Saal zu laufen. Das ist ja jetzt das gleiche Lied, die gleiche Stelle. Und jetzt laufen die halt nur auf ihren kleinen Ja, aber die Bereich. Kinder, die gewöhnen sich schon. Ah. Aber es gibt ja auch vielleicht auch Spätschäden für die Kinder, wenn die so Angst haben, Kontakt zu anderen aufzubauen im Kindesalter. Wie wird denn das dann, wenn die älter werden? Die haben doch einen Knall dann fürs Leben, wenn die so kurzen Alter, wollte ich jetzt sagen, in so einem kleinen Alter sowas miterleben, oder? Wie würdest du das einschätzen? Das muss ich leider bestätigen, ja. Sehe ich genauso. Ich habe Kinder, von denen hätte ich nie gedacht, dass sie sich so, ich sage jetzt mal, einsperren lassen. Ja. Ja? Weil das solche Freiheitsdenker waren, die sind über Tische und Bänke und ich habe sie geliebt. Ja? Also bei mir, mein Unterricht ist manchmal vielleicht für manche Eltern ein bisschen chaotisch, aber das sind Kinder. Eben. Und die sind jetzt in der Spur. Verstehe das ja also ich gar weiß gar nicht, das, ja. Das ist der Hammer. Und wenn du dann die Kinder nicht siehst, ne, weil die wirklich zu sind und du siehst nur die Augen und da ist was passiert in den Augen. Das sind nicht mehr die Kinderaugen von Ja, vorher. Die sind nicht glücklich. Und glücklich bedeutet ja auch, dass man eben tanzt. Deswegen Ja. jetzt unser Appell nochmal vielleicht an die Frau Merkel. Lass die Kinder tanzen. Lass die Jugendlichen in die Diskotheken gehen und tanzen. Das Leben besteht aus Tanzen. Und Frau Pastorentochter, haben Sie keine Angst vor dem Leben. Ja. Und ich würde sagen, wir machen mal für heute Schluss. Machen wir es nicht so lang, aber wir sehen uns dann irgendwie bald wieder hier. Und du erzählst mal über wie es dann jetzt weitergegangen ist bei dir. Ja, eigentlich sind wir zum Thema noch gar nicht gekommen. Ne? Ich durfte montags in der Gewerbe, das sage ich jetzt eben noch, ja, oder? Bitte. Ja, das klar. Später? Ja. Ich habe hier ein, zwei Wochen so getanzt, dass ich montags in der gewerblichen Tanzschule mit meinen Paaren fast ganz normal tanzen durfte. Aber da gab es Ausnahmen in der Corona-Pause. Außer, dass ich komplett vermummt rumlaufen muss, ja, was mir extrem schwer fällt. Und donnerstags durfte ich drinnen nur Line-Dance tanzen und freitags, die haben dann gesagt, das wollen wir nicht, ja, habe ich dann gar nicht getanzt, weil auf einmal der Tanzsport Begriff auf der Land-NRW-Seite da in den, sagen wir eben, ne, Richtlinien ersetzt worden ist durch gewerbliche Tanzschulen. Also in gewerblichen Tanzschulen durfte dann schon getanzt werden, ganz normal als Paar. Und ich durfte meine Ehepaare, die Händchen halten von zu Hause, ja, zu mir in die Tanzschule, in den Tanzraum gekommen sind, im Tanzsaal auf 1,50 Meter trennen. Also Ungleichbehandlung praktisch. Der eine hat die gewerbliche Tanzschule, da durften sie sich nahe kommen, aber da du eben Einzeltanzlehrerin bist, durften sie es bei dir dann eben nicht. Ja, weil das ich halt ist den völlig Tanz. Bekloppt. Nein, nicht wegen mir, sondern wegen meiner Kooperationspartner. Da, ne, montags arbeite ich in einer gewerblichen Tanzschule und donnerstags abends arbeite ich für den TSC Essen, also einen Tanzsportverein. Ja, das meine ich viel. Genau. Also es kommt auf dem Umfeld an. Genau. Es kam auf das Umfeld an. In der Corona-Verordnung war es so, dass die gewerbliche Tanzschule ist, dann geht's. Wenn es eben nicht ist, sondern ein anderer Veranstalter, dann geht es da nicht. Ja, genau. Da ist der Virus dann total. Also da sieht man schon, wie bescheuert diese Corona-Verordnung ist. Danke. Ne? Genau. Das war ein gutes Schlusswort. Ja, genau. Gut, also Jenny, vielen Dank, dass du hier warst. Ich möchte das jetzt öfter machen mit Leuten, dass ich dir auch zu Wort kommen lasse. Und wir sehen uns bald wieder und dann erzählst du, wie es bei dir weitergegangen ist. Und dann würde ich erstmal sagen, schönen Abend dir noch. Und danke dass du hier dabei gewesen bist. Ja. Sehr gerne. Ja. Bis bald. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Ciao.